Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer neuen Sendung Tandemtratsch. Diesmal kommt unsere Sendung aus dem Jugendzentrum Lehen in Salzburg, betrieben vom Verein Spektrum. Warum sind wir hier? Der Verein Spektrum hat vor kurzem ein wunderbares Buch herausgebracht. Jutz, die offene Kinderarbeit und Jugendarbeit in 22 Geschichten. Und heute im Gespräch bin ich mit einem, der seine Geschichte uns erzählt hat in diesem Buch und zwei Mitarbeiterinnen vom Jugendzentrum. Und ich darf einmal bitten, dass Sie sich gerne mal selber vorstellen. Ich fange mit meiner Nachbarin an. Gut, hallo, herzlich willkommen bei der Sendung. Freut mich sehr, dass wir heute Teil davon sein dürfen, unser Buch vorstellen dürfen. Ich bin die Martina Hauser. Ich arbeite seit 20 Jahren im Kinder- und Jugendzentrum Lehen, beim Verein Spektrum und im Stadtteil Lehen. Genau. Und deswegen sitze ich da. Mein Name ist Felix Winter und ich war Gast im Kinder- und Jugendzentrum, also beim KIDS und im JUTZ. Genau, und ich bin eine der 22 Geschichten. Genau, und mein Name ist Petra Burgstaller. Ich bin eine Kollegin von der Martina, arbeite seit ebenso langer Zeit da im Haus, viele Kinder und Jugendliche beim Spielbus, bei verschiedenen Projekten in der Kinderstadt begleiten dürfen und habe ganz viele Geschichten zusammengetragen, zusammengestellt und dann eben fürs Buch so aufbereitet, wie es jetzt da zu lesen ist. Jetzt fange ich mit dem Felix an. Der Felix hat erzählt, er war schon im KIDS, er war im JUTZ. Wie ist es Ihnen dabei gegangen? Was haben Sie für Erinnerungen und welche sind dann festgehalten in dem Buch? Ja, sehr viele Erinnerungen. Ich bin als, glaube ich, siebenjähriges Kind zum ersten Mal im Kinderzentrum Lehen gewesen. Mit meiner Schwester. Mein Bruder war auch da. Ich glaube, ja, der war da dann auch schon dabei. Ja, der ist ein bisschen jünger. Ja, es war sehr schön. Es war ein Ort zum Toben und zum Spielen im Kinderzentrum. Man hat viel machen können, es hat eine Spielothek gegeben, man hat Rutschen bauen können, es hat ein Bällebad gegeben, das gibt es auch heute noch, glaube ich. Und es war einfach ein schöner Ort, wo man Kind sein hat können. Ja. Und später bin ich dann ins Jugendzentrum gegangen, weil meine Schwester schon dort war, die ist ein bisschen älter. Und ja, die Geschichte, die mich da wahrscheinlich am meisten geprägt hat, war die, dass es irgendwann Internet gegeben hat. Ja. Mhm. Und ich unbedingt wissen wollte, was das ist. Ich war noch ein bisschen zu jung, aber habe mich dann doch irgendwie reingekämpft und habe das Ganze entdecken dürfen. Ja, weil es war nicht normal, dass man Internet zu Hause gehabt hat in dieser Zeit, weil das relativ teuer war. Meine Eltern hätten sich das nicht leisten können. Mhm. Und umso schöner war es, dass man das hier nutzen hat können. Also absolut positive Erinnerungen. Gibt es etwas, was Sie nicht so gern zurückblicken? Na, gibt es eigentlich nicht, muss ich sagen, ehrlicherweise. Das ist ja ein schönes Kompliment für die Arbeit hier im Jugendzentrum. Was waren so Ihre Highlights in diesen Jahren? Das sind Sie über 20 Jahre schon dabei. Man könnte fast sagen, für jedes Jahr eine Geschichte in dem Buch. Also meine Highlights, man kann sagen, jeder Tag ist ein Highlight, weil das Tolle an der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist, dass man nie weiß, welche Kinder und Jugendliche kommen als Besucher und Besucherinnen. Und deswegen hat natürlich jeder Tag so seine, läuft irgendwie anders ab. Also man hat so sein Grundgerüst, aber es gibt immer wieder Überraschungen. Und ganz viele Highlights, also das ist mir bei diesem Buch aufgefallen, die Highlights liegen im Alltag. Mhm. Also in diesem Alltag, der für die Kinder ein verlässlicher Alltag ist, in dem man ein Ort ist, der Öffnungszeiten hat an bestimmten Tagen, der Angebote hat wie einen offenen Turnsaal, wie ein Spielradl, wie am Samstag machen wir Ausflüge. Und diese Highlights, die sind das für mich, diese Kontinuität auch, die man die Kinder und Jugendlichen anbietet. Und für mich sind dann eben so Highlights, wenn ich dann einen Felix triff oder wenn jetzt ehemalige Kinder und Jugendliche da kommen, wenn sie schon erwachsen sind und dann schon so sagen, ja Martina, jetzt verstehe ich schon, warum ihr manches Mal so extrem lästig wart zu uns oder in manchen Sachen so extrem streng wart und darauf bestanden habt, dass wir Sachen mal ausprobieren, obwohl wir es nicht kennen oder dass wir uns da durchbeißen oder auch, was man sagen muss, so konsequent waren in unsere Regeln zum Einhalten, also diesen Rahmen vorzugeben, weil das hat uns total gut da. Wir waren zwar, manche waren, sind uns sehr stolz drauf, dass gewisse Grenzen immer wieder ausgetestet haben, gell? Und wir das dann auch so
wir sind gestanden und trotzdem noch da gestanden und weiterhin in Beziehung gewesen, also im Positiven wie im Negativen. Und das taugt mir dann sehr, wenn die kommen und das erzählen. Und diese Geschichten ehemaliger sind jetzt hier festgehalten? Ja, es ist eine Auswahl. Eine Auswahl, gell? Klar. Weil jeder und jede erlebt diese Zeit natürlich ganz, ganz anders. Und ich weiß, im Gespräch mit vielen unserer Kollegen und Kolleginnen oder auch dann mit den Büchern selber, wie intensiv diese Zeit, die viele dieser Geschichten da in unsere Einrichtungen verbracht haben, erlebt worden sind, was uns als Betreuer und Betreuerinnen oft gar nicht mehr so präsent ist und bewusst ist, gell, wie wichtig das für viele Kinder und Jugendliche auch war. Und das hat mich in manchen Geschichten sehr, sehr zum Schlucken gebracht, das muss ich jetzt sagen, weil man da schon sehr nachhaltig und viel bewegen kann mit diesem Angebot und mit diesen Einrichtungen und mobilen Angeboten einfach auch. Petra, Sie können das wahrscheinlich bestätigen. Ja, ich kann es bestätigen. Es war unheimlich eine klasse Aufgabe, die Geschichten aus den verschiedenen Stadtteilen zusammenzutragen. Wir haben einfach auch das Glück gehabt, im KOM, genauso wie im Kinder- und Jugendzentrum Taxam und in Lehn, Kollegen und Kolleginnen zu haben, die die Arbeit einfach auch schon ganz lang machen. Weil nur so ist das Buch möglich geworden. Nur so gibt es dann Kinder und Jugendliche oder ehemalige Kinder und Jugendliche, die Jahre später zurückkommen und ihm dann erzählen, wie sie es früher erlebt haben. Und weil dieses Gespräch über das, was an Erinnerungen da ist, das haben wir in dem Buch durch die damaligen Betreuer und Betreuerinnen eingefädelt. Und da kommen natürlich nur mal für emotionalere Erinnerungen oder für interessantere Geschichten, außer wie wenn das ein steriles Interview ist, wo man das Gegenüber gar nicht kennt. Was außerkommen ist, ist, dass die Beziehung was vom Wichtigsten ist. Die Beziehung zu den Betreuern und Betreuerinnen, die Verlässlichkeit, die an dem Ort anzutreffen, mit denen eine Gaudi zu haben, mit denen aber eben auch neue Dinge auszuprobieren. Und was wir dann auch für uns in der offenen Kinder- und Jugendarbeit beanspruchen, ist, dass über diese Beziehung ganz viel Bildung passiert. Mhm. Bildung, die in keinem Lehrplan steht, Bildung, die nicht nur aus Buchstaben und Zahlen besteht. Persönlichkeitsbildung im weiteren Sinn. Persönlichkeitsbildung, aber auch Dinge wie, wie organisiere ich einen Barbetrieb im Kinder- und Jugendzentrum Lehn, wie komme ich zu einem Trickfilm, wir machen Trickfilmstudio, wir machen sehr viel handwerklich, technisches, wir machen Radiosendungen, wir machen die im Haus, wir gehen aber auch zur Radiofabrik oder wie die Martina gemeint hat, wir machen Ausflüge. Die Besucher und Besucherinnen unserer Einrichtungen sind Kinder und Jugendliche, die das in ihren Familien nicht immer erleben können. Die in Wohnungen wohnen, wo man nicht jeden Tag Freund, Freundinnen einladen kann, wo man Geburtstagspartys machen kann, weil es den Platz nicht gibt, weil es die finanziellen Hintergründe nicht gibt. Und das können wir da ganz gut auffangen und über Ausflüge von Hellbrunn bis einmal nach Linz fahren, gemeinsam mit einer Gruppe Gleichaltriger. Das prägt schon sehr. Burg Finstergrün waren immer auch Sommerausflüge, die wir gemacht haben. Und da kann man ganz viel informelle Bildung mitgeben, ganz viel eben was, was in der Schule oft keinen Platz hat oder was für die Kinder und Jugendlichen sonst nicht stattfindet. Beim Felix haben wir ja schon gehört, er hat ein spezielles Internet hervorgehoben, dass er hier die Möglichkeit hat, mit dieser neuen Technologie sich auseinanderzusetzen, obwohl das zu Hause nicht der Fall war. Was war noch so ganz besonders toll hier im Kinderhaus, im Jugendzentrum? Naja, mich hat das Internet und Computer haben mich extrem fasziniert, oder Medien im Allgemeinen. Ja. Es hat natürlich in anderen Häusern, ich war ja im Jugendzentrum oder im Kinderzentrum oder am Abenteuerspielplatz Taxam auch oder im KOM, ja. Und beim Abenteuerspielplatz Taxam haben wir halt bauen können, hat so einen Outdoor-Spielplatz gegeben, wo man halt mit Holz was machen hat können. Im KOM hat man Fahrräder zerlegen können und wieder zusammenbauen und so Dinge. Aber für mich war halt da irgendwo das Zentrum, weil ich halt ja die Faszination Computer, Internet und Medien einfach extrem
gehabt. Und das war eigentlich für mich Freundschaften das geschlossen hier, ja, die sich gehalten haben? Ja, absolut. Also heute habe ich noch Freunde, mit denen ich schon hier war. Ja, mhm. Genau. Das war dann, man könnte fast sagen, eine erweiterte Familie, die sich da hier abgespielt hat. Ja, es war ein Treffpunkt für alle irgendwo. Ja. Mhm. Man hat gewusst, wenn man sich wo trifft, dann geht man zum Interspar-Park oder halt zum Jutz, und da waren halt unsere Freunde, mhm, ja, jeden Tag. Ja. Und was hat für Sie das bedeutet, das Offene an diesem Jugendzentrum? Weil das ist ja immer wieder angeklungen, es ist nicht was, wo man Pflichten hat, wo man verpflichtend da sein muss, sondern man kann kommen, wann es einem dann auch ist, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und das ist auch etwas, was Sie positiv erlebt haben. Ja, es hat kein Muss gegeben. Weder, mhm, dass man herkommen muss oder dass man irgendwas machen muss oder lernen muss. Aber wenn man sich für was interessiert hat, dann hat es halt immer offene Ohren gegeben. Und genau, und ich habe halt die Möglichkeit bekommen, dass man, oder dass mit dem Heim einen Computer zerlegen kann und wieder zusammenbauen, mhm, kann. Und dementsprechend habe ich mich halt als, ich sage mal, 13-, 14-, 15-Jähriger schon so gut auskennen. Und war in den Fächern war ich halt immer der Beste in der Schule. Mhm. Ja. Also da hat man keiner was vormachen können. Haben Sie auch Bar organisiert, weil wir das gehört haben, das lernt man hier auch. Wie bitte? Die Bar organisieren, wie weit haben Sie da auch das? Ja, das macht man halt auch mal mit. Es hat immer einen Bardienst gegeben zu unserer Zeit noch, und da hat man halt Getränke gemacht, oder Toast hat es bei uns damals noch gegeben. Das hat man halt einmal mitgemacht, ja. Wie ist das für Sie als Mitarbeiter gewesen? Man hat ja nicht genau gewusst, wer jetzt wirklich kommt. Das heißt, ich muss mir im Moment auf ganz spezielle Situationen, speziell nämlich auf diesen konkreten Menschen einstellen. Das kann ich mir vorstellen, das ist auch nicht immer leicht. Ja, aber das ist die Qualität, also das ist ein Qualitätsmerkmal der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Mhm. Und das, was der Felix gerade so schön gesagt hat, also der Heimo hat sein Interesse gemerkt. Mhm. Und ich finde, wir haben durch diese Arbeit die Möglichkeit, und wir müssen das auch, finde ich, anbieten, auf die Kinder und Jugendlichen einzugehen, was interessiert sie, mhm, wo sind ihre Stärken, also oder vielleicht auch unentdeckte Stärken. Und die offene Kinder- und Jugendarbeit hat ja so viele Möglichkeiten. Wenn sie jetzt zu uns ins Haus reingehen oder nach Taxam oder ins KAM, da gehen sie rein und wir merken, jeder Raum schaut irgendwie anders aus und hat irgendwie ein bisschen so einen anderen Schwerpunkt. Mhm. Und das Klasse ist bei uns einfach, dass wir ein Team sind, das unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten hat, weil der eine hat mehr, sage ich jetzt einmal, der ist mehr der sportliche Typ, der andere ist mehr der Basteltyp, die andere ist eher in der Werkstatt unten. Und wir versuchen durch dieses genaue Hinhören und Spüren und auch einfordern, dass unsere Besucher und Besucherinnen partizipativ sich beteiligen. Mhm. Sie müssen sagen, was interessiert, was Sie am Nachmittag da machen wollen. Das heißt, die werden nicht bespaßt, sondern nein, Sie selber müssen Sie müssen sich selber irgendwie einbringen und sagen, was will ich eigentlich? Also schon ein sehr hohes Maß an Mitverantwortung, wie ich meine Freizeit gestalte. Also die Möglichkeit, also weil es ist schon auch sehr wichtig, wir sind eine Einrichtung, finde ich, die verschiedene Möglichkeiten, mhm, bietet. Wenn sie jetzt ein Jugendlicher beteiligen will, natürlich voll gerne, aber man will sie nicht jeden Tag beteiligen. Gell? Also wir sind jetzt, wir verstehen das nicht so, sozusagen, jetzt sag mal, was du da willst, jetzt sag mal, was du da willst, weil da muss man Gespür haben, ja, dafür. Klar. Weil da, sie werden eh teilweise von der Schule schon zutextet. Das sind überfrachtet, ja. Das sollte auch ein Raum sein, wie der Felix sagt, zum Freundetreffen, zum Erholen. Und dann liegt es natürlich daran, an der Einrichtung, je nachdem, wie sie Angebote, mhm, gestaltet, ob jetzt Kinder und Jugendliche mitmachen oder nicht. Und nein, oder nicht, am besten funktioniert es, wenn man die Kinder und Jugendlichen, ja, selber fragt, was machen will. Aufgaben werden aber keine, ja, gemacht. Schon. Aufgaben, wie bescheid, dass die Schule quasi auch mit hineinspielt, im Sinne von Aufgaben machen, von Dingen ja, verstärken, so, wie man es heute halt zu Hause zum Teil auch macht. Schule spielt mit hinein, Schule... Schule und Lernsupport bieten wir dann an, wenn die Kinder und Jugendlichen uns dann auch fragen. Mhm. Das hat tatsächlich seit der Pandemie zugenommen, mhm, war aber schon immer Thema. Wir haben beispielsweise im KOM jetzt ein Projekt KOM Lernen, wo wir Dienstag, Mittwoch, Donnerstag nach der Öffnungszeit eine Stunde Lernsupport anbieten.
wo wir einen Raum bieten, wo man in Ruhe seine Aufgaben machen kann, wo man Unterstützung kriegt für ein Referat, wo Vokabeln abgefragt wird, aber wo die, auch die Kinder untereinander sich unterstützen, also wo wir wieder diesen Peer-Gedanken auch mit dabei haben. Ansonsten spielt Schule Spielschule insofern eine Rolle, als dass wir wer sind, mit dem man über Schule reden kann. Mhm. Was da funktioniert, was da nicht funktioniert, was ärgerlich war, was nicht geklappt hat, was schon geklappt hat, warum was geklappt hat oder wie man tun kann. Das heißt, Verarbeiten von bestimmten Situationen im Schulalltag. Ja, was war stressig, warum ist was stressig, wie könnte man es das nächste Mal besser angehen, auch vielleicht jetzt im Sinne von Lernen, wie kann man Lernen planen, eben oder auch in Form vom Raum. Ja? Also auch das Raumangebot ist immer was, was für unsere Besucher und Besucherinnen was Wichtiges ist, dass man einfach überhaupt einmal einen Raum hat, wo man in Ruhe seine Aufgaben machen kann. Okay. Weil das kann in einer 70 Quadratmeter Wohnung, wo 6, 7, 8 Leute wohnen, kleinere Geschwister da sind, man kein eigenes Zimmer hat, die Unterstützung durch die Eltern, vielleicht weil die mit Deutsch gar nicht so gut aufgestellt sind, da kann einfach daheim Lernen schon gar nicht in dem Rahmen passieren, wie sie es brauchen. Also es ist dieses englische Wort Empowerment, Ermächtigung, das ist ganz, ganz wichtig hier, dass die mal erkannt werden, die Interessen, die Fähigkeiten der Kinder und das dann auch verstärkt werden und wo Defizite sind, versucht man zu kompensieren. Genau. Wenn wir jetzt auf das Buch zurückkommen, wie wichtig war denn das jetzt für Sie als Team, sowas einmal zu machen? Ich denke, da passiert ja sehr viel in der Rückschau, in der Reflexion. Welche Geschichten wähle ich aus? Wer macht was? Ja, was haben Sie da erlebt beim Machen von diesem Buch? Also, Petra, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, oder dir auch Felix als Buch. Ich glaube, für manche war das dann gar nicht so selbstverständlich, will ich meine Geschichte erzählen, gell, weil das schon was sehr was Persönliches ist. Und ich denke mir, also da kannst du am besten reden drüber, Felix. Also man redet ja dann auch sehr viel über, warum man da hergekommen ist, was vielleicht auch in der Familie vorgefallen ist in manchen Familien, warum der Platz da für jemanden so wichtig war. Also das hat für mich auch nochmal verstärkt, dass es diese Arbeit, diese niederschwellige Arbeit, man braucht da nichts erfüllen, dass man da herkommt. Man kann einfach mit seinem Rucksack kommen, wie man kostet auch nichts, nehme ich an. Kostet nichts. Ist man gut aufgelegt, ist man schlecht aufgelegt, das ist egal. Man darf kommen, man muss nicht Tischtennis spielen können, man muss nicht im Internet umgehen können, da wird man nicht ausgelacht oder muss gewisse Sachen erfüllen. Das ist mir auch nochmal so klar vor Augen geführt worden, dass eigentlich diese Angebote, die mir jetzt eigentlich überall geben, weil gerade so, das hat zugenommen, finde ich, also dieser Druck von der Schule, der da oft weitergegeben wird, man muss das erfüllen, weil natürlich der Lehrplan sehr voll ist, hier muss man nichts erfüllen, außer natürlich die Regeln, die für alle gleich gelten. Also das Zusammenleben ist sicherlich nicht immer leicht für manche. Aber und das muss man auch lernen. Das muss man lernen. Und ja, das ist ein Ort, wo man so viele Sachen lernen kann, ohne dass man gleich verurteilt wird, wo ausgeschmissen wird und dass man benotet wird. Wie ist denn Felix gegangen, jetzt die Geschichte zu erzählen oder zu wissen, dass die dann veröffentlicht wird in einem Buch? Na, für mich war das keine Frage, ob ich da mitmache oder nicht, weil ich finde, oder ich bin extrem dankbar, dass es die Möglichkeit gibt und dass ich da herkommen dürfen. Mhm. Ja. Und für mich ist es einfach ein sehr, sehr kleiner Teil, etwas zurückzugeben. Mhm. Ja. Und wenn mir jemand was fragt, also ich bin da wirklich sehr, sehr offen, dann komme ich jederzeit gern daher, auch Kinder, Jugendliche oder wie auch immer, und teile meine Erlebnisse. Ja. Wie ist es denn angesprochen worden? Erzähl mal deine Geschichte oder wie ist diese Geschichte dann ganz konkret zustande gekommen, Ihr Beitrag da? Na, ich glaube, es war so, dass wir Kontakt hatten und dass die Petra gesagt hat, wir machen ein Buch über ehemalige Besucherinnen des Hauses oder halt der verschiedenen Häuser und ob ich ein Teil davon sein will. Ja, genau. Sie waren dann offensichtlich sehr aktiv mit eingebunden? Ja, also die Idee haben wir ja schon sehr lang mit uns herumgetragen und sie ist immer wieder in der Schublade verschwunden, weil es schon eben diese persönlichen Punkte so berührt, weil es aufwendig ist. Aber das Wichtige an dem Buch ist,
dass wir schon oft Projektbroschüren gemacht haben. Ja, dass wir oft unsere Arbeit auf fachlicher Ebene und unterstützt durch Fotos schon sehr oft versucht haben, auch darzustellen. Und das ist nicht ganz so einfach, weil ganz viele Leute kennen die herkömmlichen Institutionen. Ja, man weiß, was eine Schule ist, natürlich, man weiß, was ein Hort ist, man weiß auch, was eine Nachmittagsbetreuung ist. Dann kennt man die verbandliche Jugendarbeit, man kennt die Jungschau und die Pfadfinder. Und was ist denn eigentlich diese offene Kinder- und Jugendarbeit? Was ist ihre Spezialität? Was leistet sie? Was bringt sie ein? Was fängt sie auf? Und wir meinen halt ganz, ganz viel. Und jetzt gibt es uns denn dann schon auch über viele Jahrzehnte, darum ist ja auch das Buch möglich. Und ich denke mal, wenn die ehemaligen Besucher und Besucherinnen selbst erzählen, was sie erlebt haben, und man sieht, wie vielfältig man eben so mitgenommen werden kann, was man nutzen kann, wie man sie einbringen kann, dann glaube ich, ist das einfach eine total klasse Präsentation der Arbeit, was wir machen. Mhm. Was der Bildungsauftrag ist und was wir an Integration leisten für Kinder und Jugendliche, die nicht auf die Butterseiten gefallen sind, deren Nachmittage nicht voll mit Geige, Karate und Ballett. Wunderschönen langen Wochenenden sind. Mhm. Und das ist oft nicht so sichtbar, oder das passiert in den Stadtteilen, das passiert auch nur in den Parks, wo man es mitkriegen kann. Und ich glaube, die meisten Leute kennen einen Teil der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Form der Kinderstadt. Mhm. Da sind wir mitten in der Stadt, da sind wir im Volksgarten und in der Eisarena. Es ist eine Geschichte von einem Mädel drinnen, die ist als Stadträtin in der Kinderstadt unterwegs war. Aber das alleine ist es eben nicht, also dieses projektorientierte gehört zur offenen Kinder- und Jugendarbeit dazu, aber der Alltag in den Stadtteilen ist das Wichtigste. Und das ist jetzt nicht ein PR-Gag, dieses Buch, sondern ist eigentlich eine Ermutigung, es ist sich Selbstvergewisserung, dass das was Tolles ist, was da über Jahrzehnte passiert ist und mittlerweile nicht nur in diesem Haus hier, wie wir gehört haben, im KOM, im Jugendzentrum, im Taxam, im Abenteuerspielplatz, mit dem Spielbus, den nimmt man auch wahr, wenn man durch Salzburg fährt. Und wenn man zum Europark fährt, kommt man unweigerlich am Abenteuerspielplatz vorbei und das fällt auf und das ist etwas Ermutigendes, so wie dieses Buch. Es sollte viele Institutionen ermutigen, so zu arbeiten, weil es bringt was, wie wir da gehört haben in diesen Geschichten. Und Felix bestätigt das im Interview und ich habe auch rausgehört, dass die Arbeit im Haus immer wieder reflektiert wird. Also, dass man nicht nur etwas tut, sehr pragmatisch vorgeht, sondern auch sich im Team überlegt, was geschieht hier, wie arbeitet man sozialpädagogisch, wie arbeitet man integrativ. Und das ist ganz toll in diesem Buch dargestellt. Ja, liebe Serien und Serien, liebe Leserinnen und Leserinnen, ich kann nur noch einmal ganz warm empfehlen, dieses Buch. Es ist kein Sachbuch im herkömmlichen Sinne. Es geht nicht um irgendwelche Theorien im Bereich der Sozialpädagogik, sondern spannende Geschichten, 22 Geschichten von Menschen, die hier das Kinder- und Jugendzentrum hier, die Kinder- und Jugendzentren, muss man schon sagen, bevölkert haben, die hier viel erlebt haben, die hier einen Großteil auch ihrer Sozialisation miterlebt und dank engagierter Leute wie Sie, die Martina, wie die Petra und viele andere, die im Team da sind mit ihren Fähigkeiten. Ja, für heute muss ich mich wieder verabschieden von Ihnen. Danke für Ihr Interesse und bleiben Sie uns treu. Jeden Freitag zur gewohnten Zeit 18.30 Uhr Tandem-Tratsch aus Salzburg, aus der Edition Tandem oder wie heute aus einem sehr spannenden Ort. Guten Abend und auf Wiedersehen. Wiedersehen.